Wir haben oft darüber, man kann das ruhig sagen, auch akademisch gestritten. Wie gut sind diese Selbsttests eigentlich? Wie viel Falschpositive werden wir haben? Wir haben dazu Publikationen geschrieben. Es gibt eine Reihe Falschpositive. Aber dann sollen die Leute eben nachtesten und dann wird man sehen, was richtig positiv gewesen ist. Das Ziel, lieber einen zu viel zu erkennen als einen zu wenig, ist ein hohes, wertvolles Ziel, um diese Pandemie zu bekämpfen. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir nehmen hier eine gewisse Schwäche dieses Tests mit, aber mit klugen Konzepten nutzen wir damit der gesamten Bevölkerung.